Kurz vor dem Inkrafttreten der verschärften Coronavirus-Schutzvorschriften herrscht auf dem Kurfürstendamm in Berlin geschäftiges Treiben. Schnell noch Einkäufe erledigen, bevor zwischen dem 16. Dezember und 10. Januar zahlreiche Geschäfte geschlossen sind. Läden, die keine Waren des alltäglichen Bedarfs wie Nahrung, Drogerieartikel, Arzneimittel, Bücher oder Zeitschriften verkaufen, dürfen dann keine Kundschaft mehr empfangen. Also auf einer Seite finde ich es übertrieben. Vielleicht hätte man das früher machen können. Dann hätten wir jetzt praktisch Ruhe. Wir müssen das halt durchstehen und man hätte meiner Ansicht nach viel früher damit anfangen sollen. Und ich halte auch nichts davon, zu Weihnachten das zu lockern. Sondern durchziehen jetzt und je eher sind wir wieder ein bisschen freier. Auf dem Kurfürstendamm und anderen belebten Straßen und Plätzen Berlins ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung Pflicht. Zum Jahreswechsel wird es anders als sonst keine große Sause in der Hauptstadt geben. Laut Verordnung sind Versammlungen und das Abbrennen von Feuerwerkskörpern am letzten Tag 2020 und am 1. Januar verboten. In den Niederlanden ist das öffentliche Leben bereits wieder deutlich heruntergefahren worden. Wie hier in Rotterdam sind Innenstädte teils wie ausgestorben.